Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines in unserem neuen Stadtteil Sterkrade, den wir hier südlich unseres Kanals errichtet haben in der letzten Folge. Jetzt soll es darum gehen, hier oben an den Testerbergen die Industrie auszubauen und noch ein paar städtische Serviceeinrichtungen zu etablieren. Dazu wollen wir erstmal hier die Hauptstraßen noch einmal installieren oder verlängern. Damit fangen wir jetzt auch direkt an, dass wir hier unsere Straßenbahn nehmen und dann von hier aus direkt einmal der Straßenbahn oder der Eisenbahn folgen. So, eine Sache bedenken, bevor wir das natürlich machen. Ich möchte hier noch einen Güterbahnhof installieren. Den werde ich, glaube ich, dann hier vorne platzieren. Das ist auch noch mal wichtig. Wollen wir denn hier den Güterbahnhof? Der braucht eine Straße, die wir ihm gerne geben. Jetzt gucke ich gerade mal den Zuweg auf die Anhöhe. Na, vielleicht, wie groß ist der denn? Gucken mal. Ja, das müsste gehen, wenn wir den hier. Ich will ein extra Gleis spendieren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit. So, 20. Zu nah. Etwas weiter weg. 20. So, sehr gut. Dann fahren wir hier geradeaus weg und schließen hier an. Das gleiche mal auf dieser Seite. Vor der Steigung dann hier hinkommen. Genau, so die Straße, unsere Hauptstraße, die sollen jetzt natürlich nicht direkt daran vorbeiführen, denn die Hauptstraßen sollen davon ein bisschen Abstand halten. So, eine schöne Verbindung. Das entsprechend machen wir dann hier auch nochmal. Geht hier 10 Felder und dann brauchen wir das Gelände. Denn wir wollen ja hier einigermaßen die Topografie berücksichtigen. Und mal hier eine schöne Kurve. Das ist, ja, ist relativ eng. Da hätte ich jetzt gedacht, da ist der Abstand ein bisschen größer. Wieso ist das mit der. So, war das dann hier schon sehr steil. So, ne? Sehr steil rauf geht. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das gefällt mir tatsächlich nicht so ganz. Da müssen wir das Gelände hier, glaube ich, mal ein bisschen anpassen. So, das ist deutlich besser. Dann setzen wir hier die Straße einmal geradeaus fort. Das Gelände schaffen wir ab. Das gefällt mir schon ganz gut.
Und dann sitzen wir jetzt hier wieder unsere altbekannte Straße. Straßenverbindungen. Das passt schon mal, dann setzen wir jetzt die Nahwärme. Bevor wir das tun, können wir aber hier stärker noch ein bisschen ausbauen, immer wieder Bedarf an Bevölkerung. Dem kommen wir dann natürlich sofort nach. So, dann sollte der erste Bedarf gedeckt sein. Dann können wir jetzt hier die Nahwärme verlegen. Alles abgedeckt. Wir brauchen hier noch für den Bahnhof eine Verbindung. Sehr schön. So, der Bedarf hat sich reduziert, das ist gut. Können vielleicht hier direkt mal so ein paar Lagerstätten installieren. Vor allem möchte ich jetzt hier dieses Industriegebiet einmal definieren. Und zwar mit den Straßen. Wir müssen jetzt in dem Industriegebiet wieder die Verbrennungsmotoren zulassen. Das ist ja hier spielmechanisch ein klein bisschen tricky. Deswegen mache ich jetzt auch hier noch Folgendes. Dass wir hier natürlich die Straßen mit reinnehmen. Und dann müssen wir hier tatsächlich einmal, oh, das natürlich nicht, aber hier lang bis zur Autobahn das Gebiet mit definieren. Sonst muss ich hier das hier wieder wegnehmen. Das war ein Ausrutscher. Hier auch, aber das hier muss Industriegebiet werden. Das sieht natürlich ein kleines bisschen komisch aus als Korridor, ist aber notwendig, damit hier der Schwerlastverkehr langfahren kann. Da müssen wir mal gucken, ob wir das noch teilen. Meine Idee ist tatsächlich, ob wir hier auch noch hier eine große Strecke quer durch die Testerberge bauen können. Das wäre natürlich sehr attraktiv. Oder hier hinten rum. Das würde nochmal eher eine Autobahn werden, dass wir hier dann nochmal umbauen. So, wieso ist hier Müll? Ich habe doch da Recyclingzentren. Da sind doch zwei Stück. So, ja, naja. Also in dem Industriegebiet, das hat man schon definiert, dass jetzt hier in der Stadtplanung nicht Verbrennungsmotoren sind erlaubt. Dann möchte ich jetzt hier ein paar, haben wir sie, Lagerstätten. Hier ein Lager und hier ein Lager. So, jetzt hier vier Lagerhallen. Da nehmen wir als Lager
kommerzielle Güter, für unser Gewerbe. So. Da kommt auch schon der erste Güterzug. Das gefällt mir sehr gut. Da fahren sie alle los. Prima. Wo heißt die Straße hier? Okay. Interessant. Ja, jetzt geht es hier darum, die städtischen Dienstleistungen zu errichten. Dazu gehört, jetzt müssen wir mal gucken, was wir alles brauchen. Wir haben ein Postverteilzentrum, das möchte ich gerne einrichten. Wo wir das hinbekommen. Das ist relativ groß. Sitzt hier nicht rein oder was? Doch hier. Das setzen wir hier vorne rein. So, dann brauchen wir bei der Müllabfuhr natürlich ein paar Recyclingzentren. Die können wir die hier vorne irgendwo platzieren. Zwei Stück. Wir brauchen natürlich hier auch eine Feuer, da können wir vielleicht hier ein großes Feuerwehrhaus installieren. Das macht, denke ich, Sinn. Sonst sind wir vielleicht hier an der Straße. Eine Polizeihauptquartier. Deckt auch alles ab. Was haben wir noch? Gefängnis brauchen wir hier an der Stelle nicht. Polizeihubschrauber, die ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Gucken wir mal durch, was wir noch haben. Postdienste. Vielleicht hier nochmal ein Busdepot. Hier ist schon ordentlich Verkehr. Also dann wollen wir hier nochmal. Was ist das? Bio-Busdepot. So, die mache ich mal hier in die Sackgasse. Jetzt schon ein bisschen Gewerbe hier. Und die Industrie viel mehr platzieren, damit hier schon mal der Strom ein bisschen springt. So. Ich glaube, wir müssen hier noch bei der Straßenführung dann Ampeln deaktivieren. Mal gucken hier. Das machen wir anders. Ich mache mal aus. Also Verkehrsführung, Kreuzung. Das machen wir alles aus. Hier machen wir die Stoppstraße hin. Straße zu priorisieren. Das macht, glaube ich, sogar noch mehr Sinn, dass wir hier mal mit dem Traffic Manager arbeiten und hier die Hauptstraße umdefinieren. So. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da ist auch wahnsinnig viel Fußgängerverkehr. Da müsste man mal überlegen, vielleicht haben wir noch einen Radweg rüberlegen. Den haben wir jetzt natürlich noch nicht. Kommt aber also nicht alles gleichzeitig. Aber hier ist auch noch was nicht in Ordnung. Das ist gut.
Ja klar, das ist natürlich jetzt der ganze Verkehr, der dann hier rausfährt aus der Stadt und hier wieder reinkommt. Können hier vielleicht, wieso parken die hier? Das kann ich doch auch verhindern, oder? Dass ich hier sage, Parken verboten. Sehr gut. Das möchte ich hier auch. Hier ist auch Parkverbot natürlich. Nur wurde das jetzt hier genommen? Nee, noch nicht genommen. Parken verboten, Parken verboten. Hier ist Parken verboten, hier auch. Hier sowieso. So, das ist natürlich Quatsch, dass hier an dem Kreisverkehr geparkt werden kann. Ja, hier ist schon ordentlich Verkehr. Aber das war zu erwarten. Der Verkehr fließt aber relativ gut, finde ich. Jetzt hier nochmal gucken, hier nochmal diese. Verkehrsführung arbeitet. Gucken, ob das die Sachen etwas vereinfacht. So, du sollst auf jeden Fall nur hier reinfahren. Du fährst geradeaus oder da lang. Ja, wir beobachten das mal, aber ich finde, der Verkehr fährt hier sehr flüssig. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wir haben starken Bedarf wieder bei der Bevölkerung. Da arbeiten wir nach. Das sieht gut aus. Wir können hier vielleicht noch die Schule ein bisschen mit Bäumen verdecken. Reifen, Gewerbe setzen, auf der Seite auch und den Rest mit Bäumen belegen. Das ist doch prima. So, Bedarf gedeckt. Bevölkerung wächst, das geht doch eigentlich ganz gut vorwärts. Ja, den Verkehr haben wir auch im Griff, aber hier ist ja wirklich wahnsinnig viel Verkehr. Füllen sich hier eigentlich diese, die füllen sich gar nicht. Interessant. Ja, können hier beim Strom, da holen wir uns vielleicht mal einmal. Damit hier diese Einrichtungen laufen. Ich wollte hier auch noch mal diese Straßenmeisterei. Passt die denn noch rein? Die wollte ich noch mal setzen und dann bei den Parks gibt es doch auch, wo ist die denn da? Parkpflege. Ist relativ groß. Ja, die passt hier so gerade eben nicht rein. Hier passt sie rein, aber ich will sie nicht an die Hauptstraße setzen. Sie passt nicht rein, weil das hier keine gerade Verbindung ist, oder? Dann machen wir das so. Das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. So, wir können hier vielleicht ein paar Bürogebäude hier vorne hinsetzen. Das finde ich dann auch ganz charmant. Wir setzen hier nochmal einen Fußweg hier rüber. Damit
die Leute hier vielleicht auch durchlaufen können, wenn sie denn mögen. Gleich machen wir hier vorne auch. Sehr gut. Dann würde ich jetzt hier ein paar Bürogebäude platzieren. Wahnsinn, der Verkehr hier mit den Gütern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da stellt sich die Frage, ob wir dann nicht noch einen zweiten Güterbahnhof brauchen, der dann hier etwas die Sache entzerrt. Ob wir hier hinten noch einsetzen. Da müssen wir hier irgendwie quer kommen und dann hier. Wieso nicht? Machen wir mal die Hilfslinie wieder alle an. Also ich gucke, wie wir dann hier rüber kommen. Das ist nämlich hier zu nah. Vielleicht müssen wir das hier einmal anheben. So, dann setzen wir hier nochmal einen weiteren Güterbahnhof. Und setzen wir hier Bürogebäude hin. Wobei wir könnten hier. Mal zurück, wir können hier nur eine Fußgängerbrücke setzen. Die ist natürlich sehr wild, aber wenn wir hier dann auch noch die Verbindung zur zum Bahnhof. Wir müssen hier das Gebiet natürlich noch erweitern. Das ist natürlich alles unser Industriegebiet. Genau, das Gebiet nennen wir mal um. Das heißt jetzt Osterfeld. So, dann wieder Bedarf an Bevölkerung. Das müssen wir auch direkt setzen. So, was hier noch fehlt, glaube ich, ist das Krematorium. Das hatte ich vergessen. Das platzieren wir natürlich nicht direkt neben den im Altersheim. Was haben wir hier noch? Eine Sauna. Das finde ich eine ganz schöne Idee. Mit dem Zuschauer, die Pro brauchen wir durch nicht. Wir haben hier noch ein Schwimmbad. Das ist hier vorne irgendwo hin. Und ich glaube, neben das Krematorium. Ja, nee, das. Brauchen wir den Yoga-Garten auch nicht. Ja. Wir brauchen noch ein zweites Krematorium. Das alleine reicht noch nicht aus. Habe ich hier keine Feuerwehr gesetzt? Doch, habe ich doch. Ja, ist gut. Aber wir brauchen noch ein zweites. Wie sieht es mit dem Arzt aus? Brauchen wir auch. Dann ist glaube ich ein bisschen was wegnehmen. So, das ist sehr gut. So, der industrielle Bedarf hier, den decken wir. Und dann zum Schluss setzen wir jetzt hier noch die Brücke hier rüber. Das wird spannend, aber das wird nützlich sein. Gehen hier,
wir das hinkriegen. Also wir gehen hier 12 und 12, damit das vernünftige Steigung hat. Ganze Arbeit geleistet. So, das ist doch eine sehr schöne Verbindung, auch wenn drüben noch nichts passiert. Hier kommen die nächsten Autos. Das ist gut, wir können das hier noch ein bisschen hinter Bäumen verstecken, glaube ich. Hier ein paar Bäume hin, die Eisenbahn jetzt nicht so sehr. Drängen. Hier soll nicht gerade hier auf die auf den Fußweg ragen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können dann noch eine Zugverbindung bauen. Nämlich von hier kommend zum Hauptbahnhof. Da haben wir noch ausreichend Y. Da wollen wir hier hin. Dann wieder zurück pendeln. Das ist eine schnelle Verbindung. Das ist Hauptbahnhof Osterfeld. Da reicht auch ein Zug. Ja. Wenn wieder Studienjahrbericht. Ein paar Studierende gewonnen, sehr gut. Ich will hier nochmal eine Verbindung auch nochmal wieder hier. Also die ist hier vorne. Ja, ist gut, dann haben wir es ja. Aber wir dürfen noch Intercities halten, ja. Genau, ja, das klappt ganz gut. Wir setzen direkt noch ein bisschen Industrie. Brauchen hier noch ein bisschen was. In Osterfeld haben wir aber hoffentlich alle Umweltrichtlinien, Filter für Industrie. Wir können hier noch mal mit der Gewerkschaft. Das ist in Ordnung. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir alles nicht. Bei den Dienstleistungen ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ja. Das ist gut. Hier müssen wir dann noch was machen mit der mit der Straßenbahn. Aber das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Ja. Also damit haben wir Osterfeld als neues Industriegebiet, sehr geschäftig mit den ganzen Güterzügen. Das finde ich wirklich sehr gut. Dann werden wir uns an dieser Stelle von Viridis wieder verabschieden. Genießen nochmal den Blick hier auf die wachsende Industrie. Und dann, ja. Danke ich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.